So, genug Geschichte. Jetzt gibt es ein bisschen Urban Exploring, denn wir sind hier in einem alten Tunnel. Schön in die Dunkelheit hinein. Aber der Ausrüstungsmeister ist vorbereitet. Wie viel Wind hier drin ist. Aber da hinten sieht man schon das Licht am Ende des Tunnels, wortwörtlich. Das hier ist übrigens der Stempelkopftunnel und auch er wird 1931 gebaut, ist 483 Meter lang. Und es ist gar nicht so gruselig, wie ich mir das vorgestellt habe in einem alten Tunnel. Dank meiner schönen Lampe. Viel Graffiti hier unterwegs, aber klar. Auch einige Feuerwerkskörper, die hier liegen. Also hier haben wohl einige geballert. Und ja, man hört ja, wie es hier schallt. Das war wohl ein ganz schöner Knall gewesen. Aber ich gehe jetzt mal kurz runter von den Schwellen, denn es ist blöd zu laufen. So. Ja, während wir hier laufen, noch ein bisschen was zur Geschichte weiterhin. 1989 wurde ja der Zugverkehr komplett eingestellt hier auf der Strecke. Und dieser Teil hier ist seitdem auch nicht mehr in Betrieb. Allerdings, der Teil von Eisenberg nach Ramsen bzw. zum Eiswoog wurde bereits 1992 reaktiviert für Ausflugsfahrten im Sommer, am Wochenende. Und seit 1994 gab es einen geregelten Auszugsverkehr am Wochenende.
Man hört es hier überplätschern. Ja, Berg über uns. Und es hat gestern sehr stark geregnet. Da ist viel Wasser unterwegs. Gleich haben wir es geschafft. Und tada, einmal durch den Tunnel.